Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute mal aus der Position von meinem Kopf aus oder respektive wie ich das Ganze sehe. Und heute möchte ich euch den 530D Touring in der aktuellen Generation vorstellen. Es ist die fünfte Touring-Generation der 5er Baureihe und insgesamt die siebte Generation 5er BMW, die hier vor uns steht. Man muss auch sagen, wir haben hier gleich das M-Sportpaket verbaut. Woran man es erkennt, ist relativ klar. Wir haben hier deutlich ausgeformtere Schweller. Hier auch mit diesem Wabengrill, der unten drin ist. Wabengrill steht ja anscheinend überall für Sportlichkeit, so auch hier bei BMW. In der Mitte unten der Radar für den Abstandsregeltempomaten. Zusätzlich aber auch die Kameras oben hinter der Windschutzscheibe, die wir hier oben haben. Die sind hier oben eingebaut für das teilautonome Fahren. Wir haben hier auch eine Frontkamera untergebracht. Zusätzlich hier verbaut sind adaptive LED-Scheinwerfer, zu erkennen an der sehr charakteristischen Ausformung des Tagfahrlichtes hier, sehr eckig. Daran erkennt man immer die LED-Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind sehr, sehr breit geworden und ziehen sich mittlerweile eben hier bündig an diese Nieren heran. Ich persönlich bin kein Freund dieser neuen Optik, das muss ich ganz klar sagen. Mir persönlich ist es einfach zu wuchtig, zu groß. Das hier ist übrigens der neue Schlüssel hier mit dem M-Badge, den M-Farben für das M-Sportpaket. Es gibt natürlich auch einen Display-Key. Wer ihn braucht, er ist noch deutlich größer, noch deutlich schwerer. Der hier hat eine gute Schwere, liegt gut in der Hand und dann Komfortzugang braucht man IE kaum. Und ich persönlich finde, er schaut auch echt wirklich, wirklich gut aus. Ja, das darf dazu. Jetzt schauen wir uns aber den Wagen noch mal ein bisschen genauer an. Das hier sind die Standardfelgen für die M-Sport-Variante. Steht wirklich gut da. Shadowline natürlich, das heißt also die Chrom-Applikationen sind schwarz hochglänzend ausgeführt. 18 Zoll Räder sind hier montiert, 245 R18 auf Pirelli Sotto Zero 3 Winterreifen. Winterreifen, ganz klar, wir bewegen uns hier wieder im Mietwagenbereich. Ja, es ist Mitte August und BMW bzw. Sixt in dem Fall verbauen hier tatsächlich Winterreifen. Für mich ein absolutes Sicherheitsmanko und nicht unbedingt sonderlich gut. Nichtsdestotrotz, das ist leider im Moment der Trend. Immerhin, Notlaufeigenschaften sind hier verbaut, aber er funktioniert mit den Sommerreifen wirklich gut, bis auf natürlich verlängerte Bremswege, früheres Schieben und auch ein insgesamt etwas schmierigeres Fahrverhalten. So viel aber dazu. Wir schauen uns jetzt nochmal das Heck an und am Heck erkennen wir den 5er an den L-typischen Leuchten, die wir hier haben. Gefällt mir wirklich gut. Das ist auch die Schokoladenseite in meinen Augen. Zudem unten die Auspuffendrohre sind auch noch echt. Das heißt, nicht im Gegensatz zum Hauptkonkurrenten oder eines des Hauptkonkurrenten, den ich euch vor kurzem ja vorgestellt habe, den Audi A6 als Limousine. Als Avant kommt er erst in Kürze auf den Markt. Ja, schauen wir uns aber mal an, was sich hier hinter der Heckklappe verbirgt. Wir können sie natürlich mit dem Fuß öffnen, sehr praktisch, wenn wir den Komfortzugang geordert haben oder wenn er es mag. Naja, eigentlich sollte er es tun, will halt nicht. Na gut, dann müssen wir halt das wieder manuell machen, will er auch nicht. Warum nicht? Ich habe doch den Schlüssel hier. Ja, das sind so die kleinen Tücken der Technik. Dann machen wir es halt per Schlüssel auf. Und da haben wir ihn auch schon. Der Kofferraum, ja, wirklich ausreichend groß. Für Familien allerdings sicherlich in vielerlei Hinsicht, wenn man zwei Kinder hat, vor allem zwei kleine Kinder, dann wird der Raum hier auch durchaus sehr, sehr beengt und nicht unbedingt ideal sein. Somit eigentlich eher das Familienauto mit einem Kind und das dann vielleicht auch schon eher im Schulalter sich bewegend. Hier unten ein Ablagefach. Sehr, sehr schön gemacht, muss man zugeben. Wir haben hier auch noch ein weiteres Ablagefach unten drunter. Die
Rücklehnen lassen sich elektrisch hier entriegeln. Auch das Rollo fährt elektrisch rauf und runter. Hier übrigens dahinter ist tatsächlich das Trennnetz, was wir spannen können. Sehr, sehr gut, dass es serienmäßig auch an Bord ist. Ja, was man hier sieht, ist diese Aluminiumschutzleiste. Sehr, sehr schön wäre allerdings gewesen, wenn sich hier tatsächlich auch noch eine Folie oder irgendwas bewegt. Denn Kratzer und Ding haben wir ähnlich. Übrigens, da hinten sehen wir tatsächlich das neue 8er Cabrio. Nichtsdestotrotz, was man aber sagen muss, Platz ist ausreichend vorhanden hier im 5er Touring, was das Ganze extrem einschränkt. Und wir sehen hier schon so erste Verarbeitungsschwächen im Detail, dass sich hier dann tatsächlich der Stoff doch nicht unbedingt sauber verarbeitet ist. Zudem diese Aussparungen hier nehmen, gerade wenn man relativ viel und hoch einlädt, unheimlich viel Platz, auch ebenfalls diese Dachschräge, die hier drinnen ist. Eine Besonderheit von BMW, die wir hier haben und die alle 5er Touring auch mitbringen und auch die 3er Touring, ist diese separat zu öffnende Heckscheibe. Ich persönlich mag das Feature unheimlich gerne, da man tatsächlich so relativ schnell kleinere Gegenstände praktischerweise hier unwahrscheinlich gut und ohne größere Dinge einladen kann. Nun ja, Fotosession mit dem 8er Cabrio und Junior, sehr, sehr schön, so muss das sein. BMW, die Familienmarke scheinbar. Schauen wir aber mal weiter auf die Rücksitzbank, die wir hier haben. Ja, hier muss man auch ganz klar sagen, wir haben hier Leder natürlich verbaut. Die Komfortsitze und der Sitz ist auf mich eingestellt. Dann muss ich ganz klar sagen, ich steige jetzt trotzdem mal ein. Wer das sich mal genauer anschaut, ich habe zwar genügend Kniefreiheit, komme allerdings schon hier an den Vordersitz. Wir haben hier Sitztaschen, die sehr, sehr schön ausgeformt sind. Hier sieht man auch, dass sich der obere Teil des Vordersitzes variieren lässt. Auch sehr schön. Wir haben hier Luftausströme in der Mitte. Sitzheizung ist hier verbaut für links und rechts. Wir haben zusätzlich hier eine Mittelarmlehne, die sich hier öffnen lässt mit einem Becherhalter. Das Teil ist fest, reicht auch unwahrscheinlich gut. Es sitzt sich angenehm bequem, wirklich schön ausgeformte Sitzpolster. Lediglich der Mittelplatz ist halt tatsächlich eher sozusagen der Notsitz, der hier verbaut wird. Isofix natürlich auch hier verbaut. Einfach die Klappe nach oben und dann sind auch schon die Haken da. Lässt sich also wunderbar integrieren. Persönlich muss ich aber auch sagen, ein Reboarder-Kindersitz würde ich persönlich hier nicht installieren, da man einfach relativ wenig Platz hinten im Fußraum hat. Nichtsdestotrotz, wichtiger ist natürlich jetzt, was alles vorne passiert. Und da würde ich mal sagen, na, wenn mich mein BMW hier reinlässt, dann schauen wir mal ran. Auch alles sehr schön ausgeformt. Wir sehen jetzt hier mal die Komfortsitze, die sich sehr schön anfühlen. Wir haben wirklich hier die Sitzeinstellung um Lehnenbreite, hier die Wangen enger zu stellen oder das Kopfteil zu variieren, die Höhe, Länge und so weiter. Alles dementsprechend gut gemacht. So. Ja, willkommen an Bord des 530D M Sport. M Sport steht ja hier für die Ausstattungslinie. Also früher war es das M Sport Paket. Das beinhaltet natürlich die aerodynamischen Applikationen sowie ein paar Innenraum-Features wie hier das große, dick aufgepolsterte M-Lederlenkrad, was wir hier haben mit dem M-Badge. Das ist aber auch schon so das einzige Erkennungsmerkmal hier drinnen, denn man hat sich hier drinnen entschieden, die Sportsitze gegen Komfortsitze zu tauschen, die wirklich sehr, sehr gut anpassbar sind, sowohl in der Länge, Höhe, Breite, als auch das obere Kopfteil ist sogar noch verstellbar, also wirklich sehr, sehr bequem, auch auf langen Strecken. Das Display, was wir hier haben, ist eine Mischung aus digital und analog. Wir haben hier tatsächlich die Halbkreise aufgebaut. Das große Navigationssystem Professional ist hier verbaut, was mittlerweile ja Touch- und als auch Gestiksteuerung beherrscht, die hier nicht verbaut ist. Wir können hier ganz normal swipen
oder aber via Touch uns die Informationen herholen. Auch ein Reinzoomen oder Rauszoomen der Karte ist dadurch machbar. Ansonsten haben wir natürlich die Bedienung hier über den iDrive Control mit den jeweiligen Direktwahltasten. Ich persönlich bin absoluter Freund des iDrive Controllers. Das Display ist 12 Zoll groß, sehr gut im Sichtfeld des Fahrers untergebracht. Man gewöhnt, hat sich mittlerweile an diese freistehenden Displays gewöhnt, in meinen Augen. Wir haben hier eine Edelholzausstattung verbaut. Diese schwarzen Applikationen hier gefallen mir persönlich jetzt nicht. Beim M-Lederlenkrad lediglich hier die Tasten sind sehr, sehr rau und wirken auf den ersten Blick relativ billig, sind es aber wahrscheinlich in der Langlebigkeit besser, als man mit den vorherigen oder eher gummierten Oberflächen hatte. Weiterhin haben wir sehr viel schwarzes Hochglanzplastik verbaut an diesen Klavierlacksachen. Schaut natürlich relativ schnell schmutzig und schmuddelig aus. Hier der Fahrerlebnisschalter mit den Einstellungen Sport, Komfort, Eco, Pro und Adaptiv, da wir adaptive Dämpfer hier verbaut haben. Der Stick der 8-Gang ZF-Automatik. Wir sitzen optimal in dem Ganzen. Die Verarbeitung ist durchweg gut, könnte aber auch auf alle Fälle besser sein. Im Vergleich zum Audi muss man sagen, wirkt es insgesamt etwas hochwertiger. Jedoch hat auch der BMW hier mit Schwächen in der Detailverarbeitung zu tun. So knarzt unter anderem mein Fahrersitz. Und was wir haben, wenn wir das Schiebedach aufmachen, gibt es einen lauten Schlag, weil das Gitter, das Windfanggitter nach oben ausschlägt. Das ist auch nicht sonderlich gut gelöst, da muss nachjustiert werden in jedem Fall. Mir persönlich wäre das auch schon wieder ein Ärgernis, wenn ich das so sehe. Natürlich gibt es auch eine Ambientebeleuchtung, die sich in mehreren Farben einstellen lässt. Wir können auch zweifarbig das Ganze machen, dass wir tatsächlich unten einen blauen Akzent und oben einen weißen Akzent anzeigen. Sehr hübsch. Ansonsten hier jedenfalls von der Kommandozentrale alles bestens und würde ich sagen, legen wir los und drehen eine Runde mit dem 530D. Ja, Glückwunsch allen Besitzern oder Dienstwagenfahrern eines BMW 530D der Baureihe G31, denn dieses Fahrzeug ist in meinen Augen derzeit das wohl beste Fahrzeug der Oberklasse. Woran liegt's? Sicherlich der eine Punkt ist erst einmal schon die Assistenzsysteme. Die funktionieren zu 80-90% sehr, sehr zuverlässig, auch wirklich gut. Wir fahren jetzt hier zum Beispiel, wie wir sehen, auf eine Kurve zu. Das System arbeitet wirklich selbstständig, arbeitet sehr gut, folgt dem Vordermann, folgt der Linienführung, alles hervorragend und setzt auch wirklich das Fahrzeug um. Hier kommt der Warnton. Ich greife wieder ein. Alles wirklich sehr, sehr gut, sehr sanft, sehr zuverlässig. Aber für meine Begriffe vielmehr kommt es persönlich für mich auf die Antriebskombination und das Fahrgefühl an. Und hier kann der BMW richtig punkten. Besonders der 3 Liter Reihen 6-Zylinder mit seinen 265 PS arbeitet hier tadellos. Er klingt wirklich schön kernig. Wenn man ihn da so dahin gleitet, jetzt mit 1200, 1300 Umdrehungen, dann hört man von dem Motor kaum etwas. Auch die Abrollgeräusche, obwohl keine Doppelverglasung verbaut ist, wirklich gering. Auch bei hohem Tempo sehr geringe Innenraumgeräusche. Das Navigationssystem Professional gehört für meine Begriffe mit dem iDrive-System für mich immer noch auch zum Benchmark in der Klasse. Es bedient sich hervorragend, es arbeitet extrem schnell, auch die Sprachsteuerung ist extrem zuverlässig und schafft es tatsächlich auch, natürliche Spracheingaben hervorragend umzusetzen, wie etwa: Fahre mich zum nächsten Lidl. Lidl, Osterfeldstraße, Ismaning, Osterfeldstraße 39. Und dann haben wir auch tatsächlich schon hier den nächsten Lidl in der Umgebung. Hervorragend, das hat auf alle Fälle was. Ja, kommen wir wieder zurück zum Fahren. Und zwar der 3 Liter Reihen 6-Zylinder mit der
ZF8-Gang-Automatik, die hier verbaut ist, harmoniert absolut bestens. Der Motor spricht sehr feinfühlig aufs Gas an. Auch im Eco Pro Modus ist das Ganze zwar natürlich gehemmt, aber wer dann tatsächlich einmal im Sportmodus die Bissigkeit des Motors und das Ansprechverhalten erlebt hat, ist einfach nur noch begeistert. Der Motor dreht brutal willig aus, er zieht wie am Gummiband nach vorne, die 8-Gang-Automatik wechselt die Gänge, dass es eine Freude ist, ohne dass man es merkt und mit wirklich ohne Zugkraftsunterbrechung und in einer Schnelligkeit, die einfach nur seinesgleichen sucht. Zudem, verbrauchstechnisch kann man im Wagen auch nichts vorwerfen. Ich bin jetzt in 2 Tagen 900 Kilometer kurz und zügig abgefahren aufgrund zweier Termine. Und tatsächlich kam hier ein Wert von sehr vorzeigbaren 7,5 Litern zum Vorschein. Und das muss man sagen, ist sehr respektabel, zumal ich mich sehr oft im Geschwindigkeitsbereich von über 200 bewegt habe und so den Wagen auch durchaus gefordert habe. Gefordert habe ich natürlich auch das Fahrwerk und wir haben hier ein adaptives Dämpfersystem verbaut, kein Luftfahrwerk wie beim Audi. Schafft es tatsächlich der 5er im Komfortbereich schlicht und ergreifend einfach das Ganze viel besser zu dämpfen. Es kommen deutlich weniger Schläge im Innenraum an. Das Fahrwerk ist weniger mitteilsam in dem Fall, dass es die Schläge auch hier überhaupt ans Lenkrad kommt oder an den Fahrersgesäß über die Sitze überträgt. Nein, er dämpft hier wirklich alles gut, selbst tatsächlich solche üblen Schläge wie Kanaldeckel, die tief liegen oder Querfugen, verarbeitet das System und das Fahrwerk hier schlicht und ergreifend bedeutend besser als der Audi. Zudem ist der BMW auch mit einer Hinterachslenkung ausgerüstet wie der Audi. Hier muss man aber auch sagen, dass die im BMW etwas flinker agiert. Das heißt also auch bei Richtungswechseln, die schnell durchgeführt werden, beispielsweise in einen Kreisverkehr rein, rechts, links umgesetzt, äußerst zügig, ist der BMW einfach ein Tick mitteilsamer, ist ein Tick direkter auch im Ansprechverhalten der Hinterachse beim Mitlenken und so auch wiederum deutlich fahraktiver, als es der Audi bietet. Ebenfalls hier mit Winterreifen ausgerüstet, zu ungünstigen Bedingungen, der BMW wie der Audi, neigt der BMW auch deutlich weniger zum Untersteuern. Wir haben hier die Hinterradantrieb-Version verbaut, nicht den X-Drive. So lässt sich der Wagen deutlich besser positionieren, auch über die viel gefühlvollere Lenkung ein tolleres Feedback und eine saubere Linie fahren. Auch auf der Autobahn begeistert dann der 5er mit einem hervorragenden Geradeauslauf und einer extrem hohen Spurtreue beim Bremsen dank dieser M-Sport-Bremsanlage. Wobei ich sagen muss, ich finde der Bremspunkt oder die Bremsdosierung ist bei der M-Sport-Bremsanlage, die bei dem M-Paket dabei ist, ein Tick besser als bei der normalen Bremsanlage. Deswegen würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist eine Pflichtoption, sich hier für die M-Sport-Bremse zu entscheiden.